Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Part von Mac 2. Leute, sorry, dass ich das nicht gemerkt habe. Also, es gehört ja eigentlich schon ziemlich viel Skill dazu, da hochzukommen ohne das Teil. Aber eigentlich wäre auch der andere Weg, deswegen ist er auch gar nicht so schwer. Der andere Weg wäre auch so mit diesem Teil da gedacht. Und ich habe es halt ohne gemacht. Also eigentlich ist der Weg überhaupt nicht schwer. Auch der hintere. Es ist irgendwie schon eine Leistung, es ohne zu schaffen, aber Also, was meinst du, wie viel einer dieser Sicherheitsroboter ich so habe sie kosten ohne, ich habe wird? es unnötig gemacht. Überlegst du dir wirklich einen zu kaufen? Igitt! Ja, das ist ein bisschen komisch. Können wir da hinten? Okay, das ist da hinten der Gang. Aber ja, es ärgert mich ein bisschen, dass durch wenig Erkunden das so gelaufen ist. So. Ha, ich habe das schon gemerkt. Müssen wir hier überhaupt durch? Nein, also ist das ein optionaler Weg. Oder ist es nur eine Abkürzung? Nein, also. Au, das hat gerade wehgetan. Hier ist ziemlich viel Energie. Ich meine, wir haben jetzt schon wieder über die Hälfte voll. So, und hier müssen wir wieder. Ach so, das ist so eine Art schwere Version des ersten Teils. Weil hier haben wir keine. Von den Teilen. Oder? Oder müssen wir hier nicht mal hoch? Nee, müssen wir gar nicht. Vielleicht wäre da oben was gewesen, vielleicht auch nicht. Immer schön Ausschau nach Relikten halten. So, und hier oben sind sehr viele Roboter. Oh, leck. Deswegen ist es auch gut, dass wir diesen Kristall bekommen haben. Ja. Der hat sich ein bisschen versteckt. Oh. Hallo. Also. Ist da was drin? Nein. Ich bin mir halt nicht mehr sicher, wo was drin ist und wo nicht. Da ist ein Geheimgang. Oder nein, das ist der normale Weg, oder? Ja, ist es. Aber es hat auch keinen anderen. Und wir haben, okay, wir haben das erste verpasst. Mal wieder. Aber es ist halt wirklich so, dass die Geheimgänge meiner Meinung nach überhaupt nicht ausgeglichen versteckt sind, könnte man sagen. Ich meine, manchmal sind sie total schwer, manchmal sind sie total einfach und es kommt doch nicht auf die Level drauf an. Das ist einfach, es ist komisch. Okay? Oh, und hier oben ist ein Roboter. Also die Roboter sind aber nie was für mich. Au. Aber ja, Shurikens, die spawnen nicht einfach. Das sind, glaube ich, Waffen von Kobolden. Vielleicht wollen sie auch die. Unsere Ausstellung ist fertig. Cool.
Zum Glück haben wir Docs Kram nicht umsonst hergebracht. Deine Entstehungsgeschichte. Nach jahrelangen Studien konnte Dr. Vargas das Geheimnis der Relikte lösen und erschuf ein lebendiges, denkendes Wesen. Das ist echt faszinierend. Ich finde das Ergebnis auch ganz gelungen. Und mein Bereich? Assistent des Doktors? Mehr nicht? Du warst ein guter Assistent. Hätten die nicht mal meinen Namen nennen können? Ohne mich hätte der Doktor nie... Hört ihr das? Kobolde. Gehen wir. Ich habe eine Frage. Warum hat er nicht der Relikte eingesammelt, die da standen? Warum werden die Sonnensteine nicht zerstört? Aber naja. Ich finde es viel komischer, dass die Relikte nicht eingesammelt werden. Dass man die nicht einsammelt, weil das wären ziemlich viele gewesen. Und da sehen wir noch Teil vom ersten Teil. Also Hochkobolde sind echt clever. Man könnte fast schon sagen, dass es Easter Eggs sind. Weil ich glaube, das sind noch die Geräte im ersten Teil. Aber naja, das wird wahrscheinlich noch kommen, wenn wir irgendwann den ersten Teil spielen. Also wirklich alles gehört, fast alles davon sind wirklich Easter Eggs. Auch diese Typen da. Alles. Oh, und hier ist ein ziemlich großer, wow. Achtung, großer Typ. Auch, der kann sich auch ziemlich gut wehren mit diesem Ding. Aber das war gerade ein Double Kill. Das war auch gut. Die Teile, die Roboter kenne ich aber glaube nicht. Vielleicht gab es sie auch und ich erkenne sie nicht mehr. Aber ja, die kenne ich. Die nicht. Ja. Oh, und das war auch. Das ist cool, wie sie das alles eingebaut haben hier. Das macht so ein bisschen fast schon nostalgische Gründe. Reliktruinen. Erinnert mich an meine letzten Abenteuer mit Neck. Der Doktor hätte bestimmt seine Freude daran. Ja, eben. Das meine ich ja. So, und wenn man das reinfügt, kommen da irgendwelche Teile raus. Und da hinten war noch was, eben das wollte ich noch schnell holen. Ach ja, und wir haben schon wieder ein Dings und eben, was ich eben auch noch sagen wollte, ich habe letztes Mal keine Abstimmung gemacht, weil ich dachte mir, wir tun jetzt doch nehmen mal halt diesen ganzen Bereich da ausfüllen. Also letztes Mal konnte ich ja eh noch keine Abstimmung machen, aber wir machen noch keine Abstimmung, weil letztes Mal, also wir tun jetzt erstmal diesen ganzen Bereich da ausfüllen. Ja, und hier ist noch gar nichts, aber eben, dann kommt halt jetzt da noch die drei Teile plus dieses große Teil wieder. Und das ist noch gar nicht richtig drin. So, jetzt ist es richtig drin. Das können wir auch hier oben. Und klare Kristallnecks sind halt wirklich ziemlich klar aus. Und hier sind auch ein paar Relikte. Und wieder Wachroboter. Aber diese Relikte können wir auch nicht an wieder benutzen. Vielleicht ist er das Superhirn hinter dem Vorhaben. Dann weckt er also die alten Waffen auf? Könnte sein. So, und da müssen wir jetzt ein bisschen Hirn benutzen. Und ja, das habe ich. Nämlich um hier hochzukommen.
So, und wir sind schon wieder 3,10 Meter groß. Das ist groß. Und hart vermisse ich bei solchen Momenten die früheren Spezialattacken, die halt für die mit den Sonnensteinen betrieben werden konnten. Weil mit denen konnten wir halt echt coole Moves machen. Auch Fernangriffe. Und das sieht irgendwie echt cool aus. Oh. Die sind... die sind auch hier. Schon. Und dort. Das sind halt alles Bilder vom also wirklich halt alles Easter Eggs. Und den Angriff sollte ich auch mal mehr benutzen, weil schwach ist er nicht. Was glaubst du, wonach die Kobolde suchen? Nach irgendwas, das hier ist, aber was? Ach nee. Kristalle? Wächter? Relikte? Ey, lässt er mich mal? So, und jetzt ist er K.O. Genau. So, noch schnell durchsuchen, weil das Areal ist ziemlich groß für irgendein geheimes Teil. Vielleicht da hinten irgendwo. Wirklich? Ah, cool. Bitte sagt jetzt einfach nicht, dass es schon der zweite wieder ist. So, es waren eh nur Relikte und ich finde, Smaragd-Relikt haben wir noch gar nicht gehabt. Und es war die zweite. Übrigens, es sah ziemlich cool aus, wie halt diese durchsichtige Nest das geöffnet hat. So, und hier hinten ist schon ein großer Schädel. Aber hin möchte ich noch nicht, weil... Da stehen ja auch schon Lucas und Ryder. Da eben, wir können es auch noch nicht öffnen. Wir müssen erstmal da woanders hin. Und anscheinend müssen wir wirklich dahin. Und Bänke können wir schon wieder zerstören. Was ist das? Einer der Titanen, von denen Ava erzählt hat. Oder genauer gesagt, sein Kopf. Wow! Wir Menschen haben sowas besiegt? Die Kobolde haben nur etwa 10 davon gebaut. Unser Glück, hä? Weißt du noch Avas Geschichte? Man konnte es mit den Titanen nicht direkt aufnehmen. Also hat Marius übrigens das Kontrollzentrum ausschalten. Ich nehme es ja ein bisschen im Voraus aus. Also nicht allzu viel, aber... Also am Dienstag, weil... Ich mache das kurz, bevor ich jetzt noch den Stream starte. Das können wir doch nicht zerstören. Ah ja, also ich nehme es kurz vorm Stream auf. Au, au. Ja, also nach diesem Video werde ich wahrscheinlich mit dem Stream anfangen. Du, Ava ist heil bei Sender angekommen? Sie ist tough. Hier geht es bestimmt gut. Oho. Hallo. Und diese Neck, ich glaube, das habe ich auch noch nie erwähnt. Aber dieser Neck sieht auch extrem gut aus. Und wir sind schon ziemlich groß. Tür ist gesichert, Neck. Und da kann ich auch durch. Frag mich nicht, warum erst jetzt. Achtung, diese Teile sind. Ziemlich gefährlich. Warum wir das machen, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ach ja, wir müssen wahrscheinlich größer werden. Deswegen können wir es noch nicht öffnen, das Tor. Wir sind halt jetzt, da werden wir noch größer. Also wir sind jetzt schon 4 Meter groß. Bereit? So, und jetzt? Na los, Nack! Streng dich richtig an! Ja. Sie waren vor uns. Ja, waren sie. Ja.
So, und was haben sie geklaut? Oder haben sie überhaupt was geklaut? Ich nehme es ja an, aber. Ja. Was ist übrigens da oben? Relikte. Relikt Energie. Ein weiterer Weg. Oder so ein neues. So einen neuen Move. Für den Sonnenstein. Super Move. Schockwelle. Du hast einen neuen Super Move erlernt. Schockwelle. Dabei stößt du mit hohem Tempo Relikte von deinem Körper ab und richtest großflächig viel Schaden ab. Wow, also es sieht ziemlich stark aus. Die Schwerter waren ja schon cool, aber das da. Ach so, und wir müssen doch gerade durchgehen. Ja, es darf auch schon noch gewesen. Ja. Ist. Au. So. Jetzt sollten wir durchkommen. Mal wieder. Ja, wir haben immer noch das zweite verpasst. Es ist auch cool, wie Nektar. Habt ihr gehört? Da sind Kobolde nebenan. Aber es ist auch cool, wie Neck, wenn er diesen diesen Tritt macht, wie er dann so beim zweiten Mal oder beim dritten Mal dann so auf dem Boden herumslidet. So. Wir sind bereit. Sende das Signal. Haben wir nicht was vergessen? Vergib mir. Sende das Signal. Erhabener. Unfassbar, dass der Hohe Rat ihn gewählt hat. Ist es da? Ja, ich hab's. Wunderschön. Was das auch ist, schaltet es aus! Kleine Planänderung, Jungs. Holt es euch! So, jetzt müssen wir kämpfen. Wir müssen irgendeinen Teil verteidigen. Ich glaube, das heißt, die Kobolde brauchen. Weitermachen, Kobolde! Unglaublich, dass diese Kleinen uns vor nicht mal allzu langer Zeit nach den 10 Schwerter uns waren. Wieder. So, und jetzt kommen ziemlich viele. So, deswegen ist auch jetzt der neue Supermove ziemlich effektiv. Auch wenn ich gerade ziemlich nervig getroffen werde. Sammel vielleicht mal das Teil auf. So, was haben wir denn hier? Das Artefakt, das die Kobolde gesucht haben? Beeindruckend. Es erinnert mich an... nichts eigentlich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist, wie ich dachte. Die Hochkobolde sind tief in die Ereignisse verstrickt. Keine unwichtige Info. Ich glaube, ich habe das erwähnt. Ich verstehe, dass du deinen Spaß mit Ava hast, aber wir müssen das ernst nehmen. Ich habe eine Frage. Ich nehme das sehr ernst. Warum liegt hier nur ein Kobold? Die Hochkobolde sind schwer zu finden. Nachdem Marius den Krieg gewonnen hatte, zerstörte er alle ihre Städte. Da ist nur Schutt übrig. Wisst ihr was? Auf dieser Karte in Yuriks Labor gab's noch eine Markierung. Ist das das Kontrollzentrum? Ich würde dir recht geben, aber ich war schon mal dort und da ist nichts. Nicht mal Ruinen. Vorbeischauen schadet nicht. Auf jeden Fall. Das Artefakt. Lukas,
Die Kobolde müssen etwas über das Objekt wissen. Mit meinem Wissen über Relikte. Doktor, ich freue mich über Ihr Interesse, aber zuerst muss es beschützt werden. Unser Dorf ist... Verzeihung, Sander. Aber ich mit meiner Laborausrüstung kann... Ich behalte das noch ein bisschen. Ihr Labor? Kommst du? Das könnte ein Fund von kultureller Bedeutung sein. Es darf nicht seziert werden. In der Wissenschaft geht's nicht nur ums... Also, Lucas, du musst das hier alles sehr ernst nehmen. Unfassbar, dass er sowas sagt. Das glaubt der Doktor, was wir die ganze Zeit machen. Offenbar von mir abgelenkt werden. Warum gibst du das Artefakt nicht einfach Xander? Ich kümmere mich später darum. Wie ich gesagt habe, hier gibt's absolut gar nichts. Tja, wir sind hier. Schauen wir uns um. Wenn das Kontrollzentrum hier ist, finden wir es. Also los. Ganz ehrlich, noch eine Sache. Vielleicht haben sie es ja versteckt. Also unterirdisch. Ich meine, kann ja auch sein. Ich meine, es sind Hochkoppel, die wissen, was sie machen. Und wir haben was Neues. Also wir haben wieder neue Dings. Also könnt ihr jetzt auswählen zwischen dem Salto-Tritt. Dafür müssen wir Kreis drücken und Dreieck. Die sind sehr stark, aber machen uns verwundbar auch. Also sie sind bei denen sind wir verwundbar. Und dann, dass sich unser Schild schneller erholt. Oder dass die harten Schläge stärker sind. Überlegt's euch. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao.